Hast du einen Illico Neptune Drucker und willst diesen upgraden? Dann bist du hier richtig. Heute soll es um eine verbesserte Filamenthalterung gehen, welche einerseits kleinere Filamentspulen, welche für die mitgelieferte Halterung zu klein sind, unterstützt und andererseits die Befestigung einer zweiten Spule erlaubt. So hat man zum Beispiel für einen mehrfarbigen Druck direkte zweite Farbe für einen schnellen Wechsel bereit. Und das Beste dabei? Die neue Halterung kann man ganz einfach in seinem Drucker drucken. Kompatibel ist die Halterung übrigens mit dem Neptune 3 Pro, Plus und Max sowie allen neuen Neptune 4 Modellen. Als erstes müssen wir das Modell runterladen. Der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung. Damit kommt ihr hierher. Etwas runterscrollen, findet ihr die Druckdateien. Gibt es einmal einen fertigen Cheatcode für Neptune 4 und Neptune 4 Pro. Solltet ihr einen anderen Drucker haben, dann könnt ihr etwas tiefer die STL-Datei herunterladen, was ich jetzt mache, die wir dann später in Cura importieren können. Anmelden könnt gerne hier Feedback dalassen, ansonsten ladet auch so runter. Nach Herunterladen des Modells können wir dieses direkt in unseres Leister ziehen und für den Druck vorbereiten. In meinem Fall ist das Cura. Ich empfehle als Einstellungen eine Layerheit von 0,2 mm und das Ganze ohne Supports zu drücken. Wir sehen hier oben leichte Überhänge von 1 mm, sind aber nicht weiter schlimm, weil sie eben so klein sind. Daher können wir das Modell jetzt einfach slicen. Wie sehen wir nochmal, dass das ganz gut geklappt hat und das Ganze als Cheatcode abspeichern und uns auf unseren Drucker laden. Einmal den Drucker anwerfen, um das Ganze zu drucken, und schon ist die Halterung bereit für die Montage. Die Halterung kann einfach reingeschraubt werden, um eine zweite Spule anbringen zu können. Im Vergleich zur originalen Halterung habe ich das Ende, wie hier zu sehen, etwas kleiner modelliert, damit auch kleinere Filamentspulen darauf passen. Wenn ihr Interesse an weiteren Upgrades habt, dann schaut auf meinen Kanal vorbei und abonniert, um nichts Neues zu verpassen. Und falls ihr noch mehr Ideen für Upgrades habt, dann gerne in die Kommentare damit. Da kann es gut sein, dass ich diese in einem der nächsten Videos umsetze.